2005 waren wir das letzte Mal in Cottbus. Damals war alles noch im Aufbruch. Wir sind überrascht, wie sich die historische Altstadt von Cottbus zum Positiven entwickelt hat. Der Altmarkt mit seinen hübsch herausgeputzten Häusern ist die gute Stube von Cottbus. Einkehrmöglichkeiten gibt es reichlich und alle haben offen. Das nutzen wir natürlich auch. Weiter bummeln wir durch die Fußgängerzone. Vorbei kommen wir an der Synagoge. Früher war es die Schlosskirche. Weiter gehen wir in Richtung Spremberger Turm. Den Turm kann man besteigen, was wir auch tun. Diese steile Stiege ist für uns kein Hindernis. Das Gerät treibt die Turmuhr an. Oben angekommen, blicken wir auf den historischen Teil von Cottbus. Hinunter geht es etwas leichter.
Teile der Stadtbefestigung sind noch vorhanden. Ein Denkmal für den Cottbuser Postkutscher darf natürlich nicht fehlen. Unseren Rundgang durch Cottbus beenden wir an der Oberkirche St. Nikolai, die im 15. Jahrhundert im Stil der norddeutschen Backsteingotik erbaut wurde. Von der ursprünglichen Ausstattung im Inneren der Kirche sind noch wenige Reste erhalten. Der Altar aus Sandstein entstand 1662. Die Kanzel entstand zwischen dem 17. und 18. Jahrhundert. Der Taufstein ist ein Kunstwerk aus dem 17. Jahrhundert. Dieses Denkmal ehrt den Australienforscher Ludwig Leichhardt. An der heute als Spreewehrmühle bekannte Wassermühle im Norden der Stadt Cottbus endet unser Ausflug nach Cottbus. Go, go, go.